Dann setzt ihr das Modul quasi nicht hier rein, sondern hier vorne rein. Wie machen wir das am blödesten? Das sieht gut aus. Benni, Material ist da. Und somit herzlich willkommen bei Home Build Solution. Dieser Kanal wird unterstützt von BayWa Baustoffe. Wir haben ein neues Projekt, wieder mal mit Sanitär und Heizung. Und heute haben wir schon mal Material gekriegt. Heißt, wir fangen heute mal an. Ein paar WC-Module, Waschtischmodule, Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung, Isolierung, verschiedene Rohrdimensionen, Fittinge, Isolierung. So, das muss alles hier verräumen. Wir haben quasi, unsere Jungs haben ja schon mal was vorbereitet, unsere Trockenbauers. So, wir haben hier ein kleines WC, hier kommt ein Waschtisch hin, da kommt ein Klo hin. Entschuldigung. Dann haben wir hier. Geht's? Ja, ich muss das bestimmt trinken. Hier ein WC hin, hier ein Waschtisch, hier vorne ein Zimmer. Heizkörper, der geht elektronisch. Dann haben wir hier gerade Barwand und hier kommt eine Dusche. So, das ist schon mal ein Abfluss für mich. Hier haben wir einen Abfluss, den müssen wir dann hier reinlegen und hier nach oben ist unsere Entlüftung. Das geht nach oben? Ja, die geht hier, kommt hier ein T-Stück rein. Hier kommt dann noch ein Koffer davor und das ist die Abluft, die nach oben geht, raus die Dachentlüftung. Wie ein Sog kann entstehen, wenn du jetzt hier spülst an der Toilette. Und dann kann es passieren, dass dir das Wasser quasi aus dem Siphon, aus dem Waschtisch gezogen wird und dann fängt es an zu muffeln, zu stinken. Ach so. Und dafür ist die Dachentlüftung da, dass erstens die Gerüche nach oben rauswandern und zweitens, dass dieser Unterdruck nicht entstehen kann. Mhm. Das haben wir hier, das ist das Sanitärsache. Dann ist da vorne die Küche. Die Küche ist hier. Die Küchenanschlüsse hier. Ach stimmt, da hatten sie ja noch im letzten Video die Installationswand gebaut, die Jungs. Genau. So, das. So, der Heizkreisverteiler kommt da vorne in die Ecke. Wo diese Einkantung ist? Hm? Hier? Wo die? Hier. Bei der Einkantung, ja, hier, okay. Okay. So, genau. Meine Anschlüsse für Wasser und Gedöns haben wir hier hinten in der Ecke. Das kommt von unten schon hoch. Da müssen wir keine Steigleitung mehr bauen. Das ist schon da. Das ist der Wasseranschluss, den du nutzt. Das ist Wasseranschluss und Heizung. Ist das nicht wieder ein bisschen untypisch, dass es Kupfer ist für das Leitungswasser? Das ist früher so gemacht worden. Es wird auch heute noch benutzt. Für Heizung und sowas spielt das ja auch nicht so. Ja, Heizung. Wie gesagt, es nimmt eh jeder sein Rohrsystem, was er gerne mag. Da kann man sich auch drüber streiten und machen. Und jetzt fangen wir mal an mit den Modulen, dass wir schon mal wissen, wo alles direkt zu stehen hat, dass wir es dann nur anschließen können. Die Module habe ich erstmal nur hingestellt, angeschlossen wird es morgen, ich brauche dann noch so ein, zwei Teile. Dann schneide ich mir nachher noch das Holz zurecht. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Waschtisch. Hier kommt noch so eine Absperrung, ne, nicht Absperrung, wie nennt man es? So, Trennwand? Eine Trennwand, danke. Auch als Ablage, damit er dort noch was hinstellen kann. Und davon wusste ich jetzt 30 mm, also 3 cm nach hinten reinrücken. Hier haben wir hier aufgemessen, so, und dann weiß ich, der Waschtisch wird mal 90 cm breit. Hier kommt aber auch noch eine Vorsatzschale, das erkennt man hier. Wir haben hier quasi die bestehende Trockenbauwand. Das, was hier so wabenförmig eingezeichnet ist. Ja. Hier kommt nochmal eine Vorsatzschale hin, weil der hier oben eine Ablage hin haben will. Und dann setze ich das Modul quasi nicht hier rein, sondern hier vorne rein. Also baue ich jetzt quasi ein neues UV-Profil wo mein Modul reinkommt. Da kann ich hier hinten ein Holz dran ziehen. Und wenn die Jungs dann wieder da sind, die verkochen das dann und bauen das dann schick. Haben extra für mich die Ständer locker gelassen, dass ich sie mir so richten kann, wie ich es brauche. Und wenn sie dann mit ihrem Maß nicht hinkommen, stellen sie halt einfach nochmal eins rein. Mann! Also wir haben 90 Waschtisch und die Ablage wird 1,50 breit. Guck mal, scheiße, 1,48. Aber es kommt doch eh rechts und links auf den Bauch. Ja, das ist nicht schlimm. Brauchen wir nicht schneiden, lassen wir das so. Ich bin Klempner von Beruf. Ja, ich bin Klempner von Beruf. Ich mache Trockenbauarbeiten. Es ist aber nicht schlimm, weil das ist ja Solution. So, jetzt knapp. Bam. So, wir wollen, dass die Ablage 20 cm ist. Also fertig gibt's, nach vorne fertig, 20 cm. Ja. Wie machen wir das am blödesten? Leginieren den Zollstock an, nehmen einen Bleistift, machen einen Strich bei 35, weil wir müssen ja die Fliese noch mit berechnen. 35, dann soll die Ablage sein 20. So, das ist Endmaß. Kann ich das Profil ja nicht nach vorne hinsetzen, ich muss es ja reinrücken, weil ich muss ja jetzt den Gipskarton und die Fliese wieder abziehen. 3,5 machen wir hier. Schnippi, schnippi, schnippi. So, dann haben wir... Bupp. Hätten wir einfach haben können, wir hätten einfach 20 hinschreiben können. Wenn ich jetzt keinen Schießer habe, muss ich es altmodisch machen, ich muss es anschrauben. Dann musst du aber auch Schallschutzdübel nehmen. Was für Zeug? Das habe ich mich auch gefragt, als es in den Kommentaren stand, aber die Leute hatten recht, das gibt es dafür, wenn du das anbohrst Profile oder anschraubst, Schallschutzdübel. Okay, das braucht man dringend. Alles klar. Das ist gut. Toll verstanden. Also benutzen wir dann unsere Schallschutzdübel. Wir benutzen Schallschutzdübel. Platz 5 müssen wir raus. Weil wir wollen ja den Meter Strich und 2 Meter an, das machen wir den Quatsch und der ganze Spaß, alles auf der richtigen Höhe ist. Das können wir dann hier extra nochmal eins teilen. 14,5, sei nicht so. So, das ist erstmal grob, da sind wir schon mal nicht schlecht. Jetzt brauche ich noch meinen Markierer. Dann haben wir das. Ich nehme die Bohrmaschine. Nee, wie immer schreiben. So, gehen die da rein. So, wenn man jetzt faul ist, so wie ich, nicht die ganze Zeit nur ratschen will, kann man auch einen Akkuschrauber nehmen. Und dann kann man dann mit der Ratsche noch mal ein bisschen drehen und dann rausgehen. Genau. So. So, der nach fest kommt ab. Und nach ganz fest kommt ganz ab. Damit ist schon mal dran. Ich nehme die Waschwaage, nehme hier drauf und sehe, dass das schief ist. Das sieht gut aus. Fest. Wahnsinn. Wir achten jetzt nicht auf das katzenfrech abgerissene Brett. Das Brett ziehen wir aus dem Grund ein, weil wir ja für den Trockenbau, für unser Modul, brauchen wir ja eine Halterung hier oben. Ich kann ja nicht hier sonst mal eine Mie. So, und da ich keinen Trockenbau nichts habe, wo ich auch was festmachen kann, ziehen wir uns einfach Holz rein. Man kann auch mal das Holz nehmen, aber das hier USB macht sich besser, weil das geht nicht so, bricht nicht aus und also ganz ordentlich festmachen. Gibt es ja diese Halterung extra von Geberit, die man da hinten dran machen kann. Also dann hier, das wird dann so quasi Wand. Du schraubst dir hier einen Dübel rein, wenn es eine Wand ist oder mit einer Holzschraube und dann kannst du das hier einstellen und dann kannst du dann die Waage einstellen. Ich nehme es immer nicht. Ich mache es immer so. Mit Gewindestab und Stockschraube. So, dann schraubt man die da hinten rein, die Stockschraube, malt es an, schraubt es da rein. So, wenn das drin ist, dann kommt hier eine Schraube, eine Mutter und hier eine Mutter. Das ist dann hier und dann kann ich das auch so einstellen, wie ich es brauche. Ich kenne auch viele, die das so machen. Jetzt wird der andere wieder schreien, nee, das kannst du nicht machen, bist du verrückt, geht nicht. Es gibt ja auch richtige Fanatiker, die dann unten noch Holz reinziehen und dann hier nochmal verschrauben, dass das ja nicht irgendwie schuggeln kann. Wird ja noch ordentlich eingefasst, kommt ja noch Profile drum und Trockenbau dran und es wird ja verschraubt und der Quatsch oder eine Scheiße ist allemal. So. Jetzt müssen wir Wasser und so weiter vorbereiten. Wir haben aber hier einen ganz normalen Waschtisch mit den üblichen Anschlussmaßen. Flachabstand von 15 cm. Einmal so. Schwupp. Und einmal so. Schwupp. So, dann passt der Abstand. Dann passt der Abstand hierzu. Aber wie gesagt, das, wenn man jetzt Möbelwaschtisch hat oder sowas, dann sind die Anschlüsse meistens noch etwas weiter unten. Dann kann man das hier auch verschieben. Man kann das hier verschieben in der Höhe. Also das kann man alles dementsprechend unterschiedlich anpassen. So, dann haben wir hier den Aufnahmen. So, bei den meisten Waschtischen 55, 60 Standard ist, ja, ich nenne es jetzt mal Nabenabstand 28. Das ist hier, die zwei Löcher. Da machst du deine zwei Bolzen hin. Für manche brauchst du es zum Beispiel gar nicht, wenn du einen Aufsatzwaschtisch hast, brauchst du das nicht, dann fällt das weg, weil da sitzt ja dann auf einer Holzplatte auf. Ja, genau. So, den kann ich mir dann noch zurechtdrehen, wenn ich das Rohr hier hinten rausgucken lasse, wie es dann für mich am besten passt. Und ich lasse den immer sehr weit nach vorne stehen. Abschneiden kann man den immer noch. Wenn jetzt, sag ich mal, die Wand hier aufhören würde und da steht zu weit raus, kannst du den immer noch abschneiden. Wenn da aber zu weit in der Wand drin ist, ist immer kacke, dann auch mit dem Gummi zum Fummeln und so. Deswegen lasse ich den immer geil ganz vorne stehen. Wie gesagt, abschneiden kannst du immer noch. Okay, jetzt geht es der nächsten, mache ich die zwei rein, die Module. Mhm. Dass ich erstmal komplett die Module drin habe, dass ich weiß, wo muss ich dann mit meinen Rohren hin, wo muss ich mit dem Abwasser hin. Deswegen erstmal Module und dann ziehen wir Rohre. Der Camperrohr war da, hat uns unsere Löcher gemacht für die Abluft. 2,5, ja. Dann ist schon wieder ein bisschen was passiert. Ich habe noch ein bisschen Wasserleitung gebastelt. Sieht jetzt ein bisschen wirr aus. Hat den folgenden Grund, weil der Wasserzähler, also die Wasserzählerbox, war erst hier. Und dann hat sich der Kunde aber umentschieden, dass er es gerne im Waschtischunterschrank haben möchte. Wasseranschlüsse habe ich schon mal vorbereitet. Hier muss ich dann noch ein Stückchen isolieren. Genau, jetzt machen wir noch den Abfluss dran. So, Vorteil ist ja bei diesem Steckmuffensystem, dass man auch erstmal einfach basteln kann, gucken kann, ob es ihnen so gefällt. Wenn nicht, dann macht man es wieder auseinander und steckt es um. So. Du bist ja schon fast am Ziel. Dann sind wir schon fast am Ziel, genau. So, jetzt drehen wir uns das noch ein bisschen raus. So, dass der gerade steht. Der steht gerade. Gefälle haben wir auch. Dann passt das. Auf dem kurzen Stück. Guck mal, hier auf dem kurzen Stück 1, 2, 3, 4, 5 Bögen. Ha? Das ist genau das Richtige für René. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. So, wenn ich das mal hier kurz zeigen dürfte. Wir haben ja zwei WCs. Eins dort vorne, eins hier. Und fürs WC und Waschtisch, ein WC reicht eine 90er Leitung. Da habe ich auch hier vom Trockenbau, da müssen wir den Trockenbau nicht so groß machen, reicht völlig aus. Deswegen habe ich dann hier gleich ein T-Stück gesetzt, das wird eh noch verkoffert, das kommt dann zu. Das wird noch zugemauert von unseren Jungs. Und hier geht der Abluft nach oben. Und da habe ich hier gleich das T-Stück gesetzt, sodass ich das separat hier abführen kann und dann hier unten nochmal die normal für hinten. Na? Dann haben wir, hier ist der Ursprung allens, hier kommt die Wasserleitung hoch und die Heizungsleitung. Das muss ich dann aber separat noch anschließen. Und hier ist die Zirkulationsleitung. Da wir... Zirkulation ist für... Warmwasser. Das ist das Warmwasser hier immer hochzirkuliert von unten vom Keller. Ich kann aber die Zirkulation hier nicht durchs ganze Gebäude legen, weil ich hier einen Wasserzähler habe. Deswegen machen wir die Zirkulation nur vor dem Wasserzähler, trennen die ungefähr 1 Meter, 1,5 Meter ab, dass das Wasser hier nicht zurückgezogen werden kann, dass der Wasserzähler quasi rückwärts dreht. So, dadurch zirkuliert das hier in dem Bereich. So, und dann haben wir hier ja gleich die Abnehmer. Also Warmwasser sollte schnell da sein. Das Warmwasser kommt da hoch, läuft dann hier so lang? Genau, läuft hier lang, wird hier reingedrückt und hier mischt er nur. Hier mischt er, zieht sich die Pumpe das Wasser zurück. Aha. Nach unten. So steht hier immer warmes Wasser. Wie gesagt, Dusche können wir erst machen, wenn die Jungs, die anderen Verrückten, einen Trockenbau gemacht haben. So, und jetzt gehe ich in die Küche. Probieren wir. Aber wie gesagt, es ist eine Übungssache. Aber du hast sieht halt gar nicht so schlecht aus. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ist ein bisschen fünfmal geschnitten, sag ich mal. Ja, dann weißt du wie. Mal, so geht's schon. Ja, hier die kleine Ecke, okay. Mhm. So beim Zeig mal, was ist das hier? Also, das kriegst du bei BayWa Baustoffe zum Beispiel. Das ist so ein Multiblatt, wo du alles und nichts damit schneiden kannst. Und das fasst halt gleich an. Das Einzige, was ich jetzt merke, den Unterschied, das KG ist nicht so weich. Das KG-Rohr an sich, die Plaste ist härter. Und hier siehst du das, dass das mehr ausfranst. Na gut, ich sag mal, das hier musst du ja eh wegnehmen. Das ist klar, das ist ja logisch, das musst du wegnehmen. Aber hier drauf merkst du das richtig, wenn du hier drüber fasst, wie rau das ist. Mhm. Weißt du, das hast du beim KG nicht, weil das KG, der Kunststoff härter ist, wie hier beim... Für die gibt es ja auch einen Rohrschneider. Ja, gibt's auch. Bis 110. Ich habe einen Rohrschneider, der nennt sich Flex. Der kann bis keine Ahnung was schneiden. Wie gesagt. Ja, schlecht ist es nicht. Aber wie gesagt, für hier würde ich sagen, könnte es kritisch sein, weil es, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Scheiben davon. Wir haben jetzt die genommen. Und es gibt aber wahrscheinlich hier auch andere Scheiben, wo das hier... Genau. Wir sind nicht fertig. Vielleicht gibt es das auch feiner oder so. Ja. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt einfach mal die probiert. Nee, für das KG geht es ja einwandfrei. Mhm. Okay. Für das KG, nicht für Kacke. Also ist auch 6 Kacke drin. 6 Kacke. Kacke, für das Kacke.